Gut, dann machen wir uns jetzt tatsächlich mal kurz eben auf zur... Wirklich zur Arena. Warte mal, ich speichere kurz, bis vor mir irgendwie was abstürzt oder sowas. Dann haben wir echt viel gemacht in, dieser Aufnahmesession. Das ist jetzt Folge Nummer 5, die ich in Folge aufnehme. Den dritten Arena-Leiter jetzt heute. Okay. Nein, brauche ich nicht. Was ist du jetzt für uns? Oh, die Zukunft der Gestern. Wie geht's für jetzt? Die Identität erinnert das von Vatan der City. Kennen nicht einmal ich. Aber eins weiß ich. Dank der 7 Arena-Orten, also das Zeug dazu, den Arena-Leiter herauszufordern. Alles, was ich noch zu sagen kann, ist, dass der stärkste aller Trainer, denen du bis jetzt im Kampf begegnet. Ach ja, tut mir hier sitzen wohl gerne auf Boden-Pokémon ein. Ja, deswegen setze ich jetzt auch ein bisschen, baue ich jetzt ein bisschen um. Weil Boden-Pokémon ist gut. Dann kann man nämlich jetzt unser Bisaflor mal einsetzen. Und dann können wir vielleicht auch mal die Mega-Entwicklung sehen. So. So, hier haben wir den ersten Trainer. Der Arena von Vatan City war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist unser Arena-Leiter zurückgekehrt. Ab heute ist sie wieder geöffnet. So. Genau so ist es. Du hast also als erstes ein Nidoking. So, fangen wir mit Kaskade. Und du gehst auf dieser Floor mit, jetzt hinkommen, jetzt hängen wir die Mega-Entwicklung. Blättertanz drauf. In der Originaledition war das natürlich noch nicht möglich. Aber das hier ist die Mega-Entwicklung von Bisaflor. Mega Bisaflor. Und du siehst auf Erdbeben. Das ist eine Überraschung. Und die Kaskade macht dieses Nidoking kurz eben. Zum Kleinholz. Ich finde die Arena aufmachen cool. Dass die Bodenplatten so im Hintergrund zu sehen sind, wisst ihr? 48 für Golbat. 47 für Akani. So. So, dann haben wir das auch. Oder im Hypertrank. So. Hilfe. Das war ja eigentlich nicht der Plan. So, da sind noch ein paar Trainer da oben. Aber ich will jetzt mal diesen Trainer hier haben. Kann man ja alle Trainer mitnehmen, die es überhaupt gibt in diesem Spiel. Du fängst mit einem Nidorino an, weil Nidorino ist ja kein Boden-Pokémon eigentlich. Sondern nur die Vorentwicklung. Aber überwiegend sind es Boden-Pokémon, die wir eingesetzt bekommen. Oder die wir hier vorgesetzt bekommen. So ist es richtig. So, aber dieses dieses Nidorino. Wahrscheinlich auch da kommt Nidorina. Ne, Rion. Okay, dann bleibt er wieder bei Boden-Pokémon. Aber es passt so. Rion ist schon down. Keine Chance. So, dieser Unterumteur hat auch nicht wirklich die große Schnitte gehabt gegen uns, gegen unser Team hier. So, dann einmal du. In dieser Folge machen wir auf jeden Fall die Arena fertig. Dann sind wir durch. Dann haben wir alle 8 Orden. Dann geht es in der nächsten Folge auch Richtung Siegestraße.
Wobei wir die nicht komplett machen werden wahrscheinlich. Und in der übernächsten Folge fangen wir wahrscheinlich schon mit den Top 4 an. Also es geht jetzt relativ schnell. So. Nidoqueen. Und wir bleiben bei Blättertanz. Wir sind jetzt auf Erdbeben. Das ist mir klar. Oh, es ist gefroren. Einmal tiefgekühltes Nidoqueen, bitte. Und das hat keine Chance. 53 für Pikachu. Und dieser Astrid hat auch keine Chance. Und da wären wir fast sogar vorbei schon gewesen. Also wir wissen immer noch nicht, wer ist der geheimnisvolle Arena-Leiter hier von Britannia City. Das weiß keiner. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall eine ist auf jeden Fall eine große Überraschung. So, Dektri. So, dann einmal drauf mit der Variante. Aber klar, dass die Dektri anfängt mit Erdbeben. So, 48 für Goibald, glaube ich, mittlerweile. Für Quappo. Und 50 für Novi, also unser Bisaflor. Und das letzte Rihorn sollte auch nicht das Problem sein. Gerade nicht gegen diese Kombi. Und selbst wenn es wieder Rasierblatt wegsteckt, weil es... Oh, was es tut. Die Kaskade macht auf jeden Fall kurz den... Haut sie eben raus. Damit war es das. Orion. So besiegt. Wir haben einen weiteren Trainer besiegt. Einen Domteur. Ja, ein Astrainer. Entschuldigung, natürlich. Wie komme ich auf Domteur? So, den nehmen wir mit. Den Beleber hier. Lücke. Ich würde die noch gerne besiegen. Ich muss ja irgendwie an diesen Trainer noch vorbei, die da unten sind. Hier. Oder? Nein, auch nicht. Ich muss jetzt muss ich Moment durchgucken. Jetzt muss ich gucken. Weil sonst komme ich nicht hoch. Das ist das Problem. Sonst komme ich nicht durch an die, an den Richtung Arena-Leiter. Wo komme ich denn jetzt hin?
Hier vielleicht, ne? Ja. So, zack, zack, zack. Damit bin ich hier bei dem Trainer. Genau, dann bin ich durch. Okay, perfekt. Kleines Rätsel gelöst. Ja. So, er setzt auf jeden Fall erstmal seinen Darm ein. Nochmal Kaskade. Und du setzt den Megasauger ein, Attacke ein. Da ist auch die Entwicklung da. Und dann Megasauger natürlich hinterher direkt. Setzt du Schutzschild ein. Das ist natürlich alles andere so ideal. Ja, es kann natürlich gegen sich beide Attacken einsetzen. Ich hasse das, wenn die Leute so, wenn die Pokémon so feige sind. Die haben eh keine Chance. Gegen diese Kombination. So, bye bye, Sandama. Wow. Und das war es jetzt wert. So. Gut, dann haben wir das auch. Dann haben wir den Trainer besiegt. Und dann können wir jetzt gleich gucken, wer der geheimnisvolle Arenaleiter von Virtania City ist, natürlich. Georg, hä? Huh? Ja, Georg sollte eigentlich kein Problem darstellen. Eigentlich. Ja. Ein Sandama und ein Georg. Ich hatte erwartet, wenn die zwei hier so ein bisschen Abseits stehen, dass sie noch ein bisschen was Stärkeres haben, aber das haben sie scheinbar nicht. Ach nein! Guckt euch mal an, wer der Arenaleiter von Virtania City ist, liebe Leute. Moment. Es ist Giovanni höchstpersönlich, liebe Leute. Willkommen in meinem Versteck. Ihr wollt nicht bis zum Tag verharren, an dem Team Rocket wieder aufstehen würde. Aber du hast mich gefunden und schon wieder durchkreuzt über deine Pläne. Du hast mir einfach keine andere Wahl. Letztes Mal habe ich noch mich zurückgehalten, aber doch heute kenne ich keine Gnade. Nun denn, auf ein neues. Werde Zeuge der Fähigkeiten von Giovanni, den größten aller Trainer. Naja, mal gucken. Entschuldigung. So, Diktri. Moment. So. Ich muss mal husten. Ich habe ja ein bisschen erkältet immer noch. So, mal kurz die Mega-Entwicklung mit dieser Flora auslösen. Trigger für den RP-Mann.
Hat ihm nicht viel gebracht. Das hat ihm nicht so viel gebracht. So, der nächste von ihm, den einer Kampf schickt, ist Nidoqueen. 4 Pokémon hat es alle bei uns. So, Megasauger haben wir wieder Flor. So, wenn Nidoqueen jetzt nicht nochmal angreifen darf, dann müsste es das auch gewesen sein. Tut es aber mit Erdbeben. Zumindest etwas KP. Oh. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass es das Pokémon, dass das Pokémon jetzt überlebt. Dann ist es halt jetzt down. Dann wird er wahrscheinlich noch Nidoking haben und einen Rizeros. 43 für Hypno. Er fängt mit Nidoking an. Ist mir klar, das ist jetzt mein schon wieder ein Volltreffer. Zwei Volltreffer hintereinander gegen Korps. Na gut. Machen wir es halt so. So, bye bye, Nidoking. Ich hatte mir schon fast gedacht, es kommt jetzt Rizeros ins Duell. So, das müsste jetzt, wenn alles gut läuft, das Ende sein. Für. Ja, er setzt Blütentanz ein, Blättertanz ein und das war's. Bye bye, Rizeros. Und Giovanni war nicht so groß, das Problem. Und das war's. Ja, mal acht Orden. Du hast gewonnen. Hier nimm den Erdorden als Zeichen meiner Anerkennung. Mit dem Erdorden werden dir alle Pokémon gehorchen, egal welchen Level sie haben und welcher ihr Originaltrainer ist. Er beweist, dass du zu einem beachtlichen Pokémon-Trainer herangewachsen bist. Damit erfüllst du die Voraussetzung, um dich der Pokémon-Liga stellen zu dürfen. Diese TM gebe ich dir ebenfalls mit auf den Weg. Das ist die TM 41, Erdbeben. Team 41 enthält die Attacke Erdbeben. Wenn seine Pokémon übrigens kann, ist ein mächtiges Beben auslösen und dem Gegner einen damit großen Schaden zufügen. Ich habe sie vor langer Zeit hergestellt. Damals war ich hier noch Arena-Leiter. Nach solch einer Niederlage kann ich von meinen Untergebenen nicht länger erwarten, dass sie mir folgen. Team Rocket gibt es seit dem heutigen Tag nicht mehr. Ich löse es hiermit auf. Alles, was ich bisher beim Pokémon zu wissen glaubte. Ich werde mein Leben als Pokémon-Trainer noch einmal ganz von vorn beginnen. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Leb wohl. Ja, cool. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben alle 8 Orden. Nicht schlecht, Kollege. Mensch, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass er eine Pokémon-Arena mal zum Schlupf für die Verbrecher dienen würde. Okay, hör zu. So geht das nicht weiter. Ich lasse mich normalerweise ungern auf irgendwas festnageln. Aber Leute, hier wollen eh schon seit Ewigkeiten, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lang genug gedrückt. Es wird Zeit, dass diese Stadt endlich wieder eine vernünftige Arena-Leiter kriegt. Ab heute kümmere ich mich um die Arena von Vitania City. Ja, nur wenn du gegen mich gewinnst. Ja, guter Witz. Hey, mir irre, solltest du jetzt eigentlich was anderes zu tun haben. Also dann, auf geht's zur Pokémon-Liga, Tito. Wir warten auf dich. Folge einfach Route 22, fest dich von hier und du kannst sie nicht verpassen. Lass dich nur ja nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern. Zeig ihnen, was du drauf hast. Gut, dann war's das für uns heute. Mit der nächsten Folge beginnen wir den
Aufstieg bzw. den Weg zur Siegestraße. Aber die komplett meistern weiß ich noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir sie nicht komplett meistern, weil sie viele, viele Trainer besitzen dort. Viele Trainer warten dort auf uns. Und nicht nur Trainer. Aber mehr auf jeden Fall dann zu einem späteren Zeitpunkt. Nicht jetzt. Dieser Weg wird definitiv nicht einfach werden. Es werden viele, viele starke Pokémon auf uns warten. Das ist definitiv klar. Und dann den Weg meistern. Und nach jetzt zum Pokémon-Champ aufsteigen. Das sehen wir dann ab der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu. Bis dahin und tschüss.